Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem Sondervideo, was ich einfach mal ganz spontan hier am Montagabend mache. Und wir haben jetzt gerade kurz vor 9 oder sowas und ich habe mir gedacht, ich sehe jetzt hier gerade eine Chance. Ich möchte einmal kurz ein Statement abgeben zu der aktuellen Lage hier auf dem Aktienmarkt. Und ich denke doch, dass die Stimmung gerade sehr, sehr gut ist und wir auch charttechnisch sehr, sehr gut dastehen. Und das möchte ich euch jetzt einmal gleich hier am Bildschirm zeigen. Vorab, was ist passiert? Heute wurde wieder neue Impfstoff-News wurden veröffentlicht, nämlich diesmal von Moderna. Auch die haben den Impfstoff so gut wie durch und man hat sogar Hoffnung darauf, dass bei Moderna das Ganze mit der Lagerung besser geht, dass man nicht so, so tief das in den Impfstoff abkühlen muss, um ihn zu transportieren und so weiter. Also hier Good News ohne Ende. Und wir sehen vor allem wieder, dass die Value-Werte extrem gut laufen und hier anscheinend die Value-Werte aufholen gegenüber den Tech-Werten, die vorher wirklich den Unterschied gemacht haben. Und somit ist der breite Markt also insgesamt ziemlich positiv gestimmt, das muss man einfach sagen. Die steigenden Corona-Zahlen, die scheinen nicht großartig zu interessieren. Wir haben auch genug Liquidität hier im Hintergrund und alles in allem, die US-Wahlen, die sind vorbei, Biden steht fest, Trump ist kein Thema mehr, es scheint kein Hindernis mehr für die Börse zu geben im Moment. Und wie weit es nach oben gehen kann, das wollen wir doch jetzt einfach mal so abchecken. Und zwar haben wir eine ziemlich wichtige Hürde genommen, wenn man sich das hier mal anguckt, also hier haben wir das Corona-Hoch, hier das Corona-Tief, wir sind übrigens beim S&P 500, das habe ich jetzt vergessen hier zu sagen, der für mich wichtigste Index überhaupt, der die 500 größten Werte von den USA inne hat. Und wir sehen eben hier, wir hatten hier einen wichtigen Widerstand, den wir jetzt hier anscheinend anfangen zu überbrücken. Man könnte natürlich noch auf eine weitere Kerze hier warten, bis wir hier noch ein bisschen deutlicher mit mehr Dynamik rübergehen. Aber dann ist nach oben, sind eigentlich keine großartigen Grenzen gesetzt. Wenn wir natürlich daran noch abprallen, verspätet, dann könnte es natürlich bis auf dieses Niveau hier wieder runtergehen und wir sind weiterhin in dieser Seitwärtsbewegung wie auch in den letzten Tagen. Aber es scheint alles darauf hinzudeuten, dass wir das Ganze schaffen. Und dann, ich habe hier mal das Fibonacci-Tool angesetzt und das Fibonacci-Retracement. Und dann könnten wir hochlaufen bis zu dem 1,6er-Retracement, also bei 4.128 Punkten rein charttechnisch. Und warum setze ich das hier an? Warum denke ich, es könnte so weit nach oben gehen? Ja, dafür will ich euch einfach mal zeigen, wie das Ganze nach der vorherigen letzten Krise quasi aussah, nämlich der Finanzkrise. Die haben wir jetzt hier. Muss man ein bisschen den Maßstab hier noch anpassen. Und wenn man das sieht, wenn man das Retracement hier mal, wenn man das hier mal so ansetzt, ich habe es gleich, zack, spontanes Video ohne Schnitt und so weiter. So, und da sieht man eben, ja, das haben wir auch, wir haben ein paar Anläufe hier gebraucht, aber dann hatten wir das Hoch wieder eingeholt von damals und dann ging es eigentlich fast kontinuierlich nach oben, bis man hier wieder gescheitert ist an dem 1,6er Retracement. Also diese Marken bei diesem Retracement, Fibonacci Retracement, die sind einfach für viele Leute bedeutsam und deswegen kann man die einfach so sehr ansetzen. Und das ist wirklich eine schöne Marke, an die man sich orientieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass es auf jeden Fall dahin läuft, auf keinen Fall. Aber man sollte das Ganze vielleicht mal auf dem Schirm haben. Und vielleicht ist die jetzige Lage durchaus eine Möglichkeit, sich hier long zu positionieren, ein bisschen mehr reinzugehen. Also das ist zumindest das, was ich mache. Ich möchte hier keine Handelsempfehlung aussprechen, in keinster Weise. Ich gebe hier einfach nur mal meine Meinung preis, dass ich jetzt eben mich hier ein bisschen stärker long positioniere, weil ich nämlich denke, dass wir extrem viel Rückenwind haben. Der Impfstoff, der macht jegliche Corona-Anstiege total zunichte und so kennt die Börse scheinbar wieder nur eine Richtung und ich denke auch, dass das noch ein bisschen so anhält. Zusätzlich haben wir noch saisonale Effekte momentan. Wir haben den schweren September vorbei, den schweren Oktober vorbei und der November ist traditionell, steht ja eigentlich ein bisschen besser da. Und die US-Wahlen, wie ich gerade sagte, die sind auch, das Thema ist gegessen quasi.
Und wir haben jetzt den starken Ende November und vor allem den starken Dezember saisonal vor uns, was eigentlich in der Jahresendrallye immer ganz gut aussieht, von ein paar Ausnahmen vielleicht mal abgesehen. Also es spricht ziemlich viel dafür, dass es jetzt nach oben geht, und ich denke, wenn wir hier die entsprechende Dynamik noch entwickeln, dann wird das auch erstmal der Fall sein, bis zu diesem 1,6er Retracement, wie ich es gerade gesagt habe. Hier sind noch die Linien drin von der Finanzkrise quasi. So, jetzt muss ich die Werbung mal einmal wegmachen. Das Einzige, was noch ein bisschen dagegen spricht, was ja vom Indikator noch ein bisschen heißer ist, muss ich noch an der Stelle sagen, ist hier der RSI, wo ich immer sehr, sehr gerne drauf achte. Die relative Stärke, wo man eben sehen kann, okay, ist der Markt gerade eher überkauft oder eher überverkauft. Und hier rennen wir eher in einen überkauften Markt rein. Wenn man sich allerdings hier, und dafür schalte ich mal ganz kurz auf die Tagesansicht um, ja, und gehe ein bisschen raus. Wenn man sich aber hier die jüngste Historie anschaut, dann sieht man auch da, dass hier in den Spitzen hier durchaus noch Luft nach oben ist und dass wir hier ja das Potenzial schon haben, noch ein bisschen nach oben zu laufen. Also für mich viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es im Moment wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und ja, mal von den Covid-Zahlen abgesehen, das ist das einzige Argument, was wirklich dagegen spricht. Ansonsten haben wir die Saisonalität, die US-Wahlen sind vorbei. Wir haben den Impfstoff und der scheint alles andere. Und wir haben die Liquidität und das scheint alles andere irgendwie auszuradieren. Ja, wir können vielleicht nochmal ganz kurz auf den DAX hier blicken. Da sieht es ein bisschen schwieriger aus vom Umfeld. Wir sehen, dass wir hier auch noch an einem wichtigen Widerstand hängen. Wir werden mal sehen, wie das morgen in der Eröffnung aussieht. Aber ich denke auch hier, Deutschland macht sowieso nur das nach, was die USA so gesehen vormachen. Das ist meistens so, das sieht man auch meistens ab Handelsstart dann um 15.30 Uhr, dass USA die Richtung da vorgibt. Wenn wir hier entsprechende Dynamik entwickeln, dann werden wir auch hier zumindest mal die Marke von Vor-Corona-Niveau im Februar antesten und dann vielleicht Richtung 14.000 und mehr laufen. Also ich denke, im Moment ist das Umfeld sehr positiv, es sieht sehr, sehr gut aus. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was ihr im Moment denkt, ob ihr da vorsichtig seid oder ob ihr jetzt im Moment auch wirklich fleißig investiert. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schreibt vielleicht auch in die Kommentare, das ist vielleicht auch noch zusätzlich, ob euch dieses Format hier überhaupt gefällt, dass ich einfach mal ja fast live hier quasi ein Video bringe. Ich wünsche euch alles Gute, erfolgreiche Tage. Bis dahin, euer Investierer. Tschüss.